Das Geiseldrama am Hamburger Flughafen ist beendet. Der Tatverdächtige habe zusammen mit seiner vierjährigen Tochter das Auto verlassen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen, das Kind scheine unverletzt zu sein. Der Mann hatte am Samstagabend mit einem Auto mit dem Kind an Bord ein Tor zum Hamburger Flughafen durchbrochen. Seitdem verhandelte die Polizei auf dem Rollfeld mit ihm. Die Beamten gingen von einem Sorgerechtsstreit aus. Der Flughafen war komplett lahmgelegt. Es kam zu zahlreichen Flugstreichungen und Verzögerungen im Flugbetrieb. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.